Es geht los. Womit, fragt ihr euch? Natürlich mit den 25-Jahre-Wochen auf diesem Kanal. Im Klartext nochmal bedeutet das für euch, in den nächsten Tagen-Wochen kommen nur Videos zu den 25 Jahren Lego Star Wars Sets. Und als allererstes auf diesem Kanal bringe ich für euch das Boarding the Tente 4 Set, aka auch Tente 4 Hallway genannt. Mit am Start Darth Vader, zwei neue Stormtrooper, einmal Captain Antilles und zwei Rebel Fleet Trooper. Als allererstes mal, ich bin ein wenig enttäuscht von dem ganzen Boxart dieser 25-Jahre-Sets, denn diese unterscheiden sich im Design nicht wirklich von den aktuellen Standard-Boxarts. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich kreativ und einfach nur eine Umfärbung, zudem noch nicht mal wirklich dieser Print hier hervorgehoben ist. Nein, es ist stur drauf, da ist nichts Besonderes. Hier, ihr seht es ja im Licht, keine schöne Hervorhebung wie bei den 20-Jahre-Sets, aber das ist nur ein Kritikpunkt an diesem Set, welcher sich übrigens auch durch alle weiteren Reviews ziehen wird. Könnt ihr euch also schon mal merken. Unten links haben wir nochmal das Logo auf der Box mit unserer Special Minifigur Fives. Bisschen schade finde ich, dass bei dieser Box die ARC Trooper Fives Minifigur nicht auf dieser Seite drauf gedruckt ist. Wie zum Beispiel bei dem R2-D2 aus der 25 Jahre Collection. Dort ist ja Darth Malik auf der Seite drauf gedruckt worden, hier aber nicht Fives. Ich verstehe es nicht so ganz, warum man das nicht gemacht hat. Wir haben ja bereits festgestellt, dass Kontinuität im Boxart nicht die Stärke der 25 Jahre Sets ist. Auf der Oberseite der Box, ja, das Standarddesign mit Captain Antilles nochmal hervorgehoben. Hier die andere Seite, hier die Unterseite. Ja, ich habe es bei Smith Toys gekauft. Kauft es euch dort, dort ist es günstiger. Und hier die Rückseite. Was sehen wir hier? Basically die Vorderseite mit Darth Vader, nochmal der Captain Antilles wirkt und ein paar Special Play Features da oben. Wir haben bei dieser Box die wunderbaren Eindrücksiegel, zwei Stück an der Zahl. Auch eine Sache, die ich nicht wirklich mag. Dieses Hindernis in Sachen Beschädigung der Box durch Eindrücken kann aber umgangen werden mit Hilfe eines Cuttermessers. Mit diesem schneidet ihr hier vorsichtig an der Oberseite dann den Kleber durch und zieht dann diese gelöste Lasche hier einmal raus. Deutlich schonender für die Box, drückt die Siegel nicht ein. So, was haben wir in der Box? Eine Menge Tüten und eine Anleitung. Im Inneren der Box haben wir dann 5 Tüten an der Zahl. Zusätzlich dazu eine Anleitung und einen sehr überschaubaren kleinen süßen Stickerbogen. Die Anleitung, hier bestehend aus unserer designfreien Vorderseite und der klassischen Win-Rückseite, führt uns mit ihren 126 Bauschritten zu diesem Ergebnis. Anfang tun wir hier mit Werbung für die Builder-App und dann geht es auch direkt los mit Tüte 1. Hinten drin ist dann nochmal beidseitig die Teilauflistung, ein wenig Werbung für das 25-Jahre-Event und ein kleiner Anreiz, euch das Set zweimal zu kaufen. Denn wenn ihr das Set zweimal kauft, könnte es natürlich so aussehen, aber um ehrlich zu sein, auch nur aus der Vogelperspektive oder aus der Perspektive, in dem das Bild dort geschossen worden ist. Von der Seite her sieht das nämlich nicht schön aus. Nach ca. 40 Minuten erhaltet ihr dieses wunderschöne Ergebnis hier. Und da wird es sonnenklar, warum man diese Sets von der Seite nicht angucken möchte. Deswegen. Hier der kleine Beutel mit allen Ersatzteilen bei diesem Set. Machen wir weiter mit den Minifiguren. Als allererstes hätten wir hier Darth Vader. Dieser kommt in diesem Set mit einem Spongy Cape und einer richtig netten Armbedruckung. Der Torso ist ganz normal aufgebaut, wie jeder Darth Vader davor auch. Wir haben hier den zweiteiligen Helm mit diesem Darth Vader Gesicht drunter. Über die Jahre haben wir bei Darth Vader schon echt einige Verbesserungen gesehen. Ich frage mich wirklich, wie will man Darth Vader nur noch besser machen? Als nächstes hier hätten wir einmal Captain Antilles. Ganz nett hier mit seinem Metallic Blaster und ein paar schimmernden Elementen hier auf dem Torso-Druck. Dieser Charakter kommt mit einem netten Wendegesicht. Unsere nächsten beiden Verteidiger sind hier diese beiden Rebel Fleet Trooper. Vom Torso-Druck und vom Gesichtsdruck her sind die beiden leider nichts Besonderes. Das haben wir schon mal in einem Adventskalender beispielsweise gesehen. Nur die Waffen unterscheiden sich hier von Vorgängerversionen. Ich hätte mir sehr gewünscht, wenn es für diese beiden Rebel Fleet Trooper Dual Molded Legs gegeben hätte, wo die Füße / Stiefel hier unten schwarz wären. Auf der Seite des Imperiums haben wir hier noch diese beiden Stormtrooper mit ihren übergroßen Family Guy Stormtrooper Helm und dem neuen etwas kräftigeren Torso-Druck hier. Ich finde die Entwicklung der Stormtrooper bei Lego ja wirklich krass, bin aber auch der Meinung, dass wir schon die Peak-Stormtrooper-Ära mittlerweile übersprungen haben. Unter ihren Helmen sehen die beiden Stormtrooper übrigens so aus. Die letzte und damit wahrscheinlich kontroverseste Figur in diesem Set ist dieser ARC Trooper Fives hier. Eigentlich kann man Fives hier sehr gut mit Rex vergleichen, da beide über dieselben Pros und Kontras verfügen. Beide haben eine richtig, richtig schöne Armbedruckung hier an den Seiten. Bei Fives finde ich auch sein Backpack schön. Blaster sind in Ordnung, der Torsodruck ist gut gelungen. Unterm Kopf hat man sich beim Gesicht auch echt was gedacht. Hier oben sieht man ja auch diese kleine 5 auf seinem Kopf drauf. Und jetzt kommt das Negative. Warum haben wir bei dieser Special Anniversary Figur bedruckte Wastecapes? Nochmal zum Vergleich, das hier ist ein ARC Trooper, den ihr in einem Battle Pack rausgebracht habt damals. Und er hat physische Stoff-Wastecapes da unten dran. Warum kriegt ihr das bei einem Battle Pack hin, aber nicht bei 25 Jahre? Das repräsentiert doch euer Produkt, eure 25 Jahre. Warum?
tief durchatmen. Ansonsten hätten wir noch die doppelten Beinlöcher. Und das Schulterpolster hier ist sehr, sehr starr. Aber hey, er bekommt immerhin auch noch eine bedruckte Plakette, auf welcher er stehen kann. 25 Jahre Lego Star Wars. Ich für meinen Teil empfinde Hass und Liebe für diese Figur zu gleicher Zeit. Denn es ist vermutlich das erste und letzte Mal, dass wir diese Fives-Minute-Figur bekommen werden. Machen wir weiter mit dieser wunderschönen Kombination aus Spielspaß und Diorama. Und das meine ich vollkommen unironisch. Denn wäre ich noch ein paar Jahre jünger, das hört sich jetzt so an, als wäre ich 80 Jahre, aber wäre ich noch ein paar Jahre jünger, hätte ich mit diesem Set wirklich richtig, richtig coolen Spielspaß gehabt. Es gibt hier als Beispiel im Main Hallway vier dieser netten kleinen Technikfunktionen. Da könnt ihr sozusagen einen kleinen Kampf inszenieren. Wenn die Stormtrooper jetzt zum Beispiel schießen, kann der hier umfallen. Jetzt schießt der wieder zurück und der hier wird abgeschossen. Wir können auch beide zur gleichen Zeit mal abschießen lassen. Geil. Im Hintergrund dieses Hallways sehen wir dort ein paar nette Details mit so vielen Bahn- und Grillteilen. Diese Details an den Säulen hier, das sind übrigens alles Sticker. Was aber definitiv kein Sticker ist, Gott sei Dank, ist diese Tür. Und da verbirgt sich hier hinten an der Seite, wo es nicht schön aussieht, ein Mechanismus, welchen ihr an zwei Orten betätigen könnt. Beide Hebel haben ein und dieselbe Funktion. Und zwar öffnen beide Hebel die Tür. Ist es nicht geil? Und die könnt ihr auch wieder schließen. Ich finde das total klasse. Man kann hier wirklich diese ikonische Szene, als die Tür aufgesprengt wird, zack, darstellen. Und schon erwarten einen hinter der Tür die Bösewichte. Ich liebe das wirklich, wie hier auch noch die Reste der Tür mit diesem transparent roten und transparent gelben Stein angedeutet sind. Hier nochmal der Mechanismus aus der Hinterseite. Zack, das ist ein sehr, sehr einfacher Schiebemechanismus. Und beim Bau dieses gesamten Türelements hier hinten ist übrigens ein kleiner Fehler in der Bauanleitung. Verbaut euch dort auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht ganz, ob man das als Playfeature durchgehen lassen möchte, aber hier befinden sich zwei Löcher, wo wir zum Beispiel den Blaster von Captain Antilles oder unseren beiden Rebel Troopern ranmachen können. Die liegen dann nicht dumm in der Gegend herum, sondern haben einen schön fest verbauten Platz. Ein Feature, was mir bei dem Set ein bisschen fehlt, ist eine aufklappbare Tür. Hier noch. Das hätte wirklich den Vogel abgeschossen, wenn hier noch eine Tür gewesen wäre, die man mit dem Mechanismus vielleicht zur gleichen Zeit sogar hätte steuern können. Und ansonsten war es das mit diesem Tente 4 Hallway. Bedeutet, wir läuten hier das Ende des Videos ein. Mein abschließendes Fazit zu dem Set. Ja, für die Anzahl an Teile ist es ein wenig überteuert. Wir haben hier aus meiner Sicht nur eine zu 50% gute Fives-Mini-Figur dabei. Aber als eine Art Entschädigung haben wir einen Haufen anderer Figuren noch dabei. Bin ja immer noch sehr, sehr happy über diese beiden Rebel Fleet Troopers, weil die zu bekommen war ja in letzter Zeit echt schwer. Ich glaube, man muss dieses Set einfach nur als das betrachten, was es ist und nicht wirklich als Anniversary-Set deklarieren, denn als Nicht-Anniversary-Set könnte ich mir das als ein wirklich super, super Set vorstellen. Ich glaube, es versucht etwas zu sein, was es schlicht und ergreifend nicht ist. Für mich ist es eine schöne Kombi aus Diorama und Spielset. Was haltet ihr von dem Set? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao.